Hallo, Hallöchen. Ja, gestern gab es ja einen neuen Build, der aufgespielt wurde. Gab einige Änderungen am Retri, unter anderem selber gerade mal schauen, also wurde, oh, wurde einiges geändert. Auge um Auge hat, ist angepasst worden, Eifer ist angepasst worden, gebufft worden. Wahrscheinlich aber ein bisschen zu krass. Das hat sich noch geändert gehabt. Das hat einen kleinen Nerf, glaube ich, bekommen. Das hier hat einen Buff bekommen. Ein paar Sachen wurden verschoben, genau, das wurde verschoben. Das glaube ich auch. Hat sich, ich glaube, hier hat sich noch was mit dem Cooldown geändert. Das wurde verschoben, aber es funktioniert nicht. Das hier wurde auch geändert, wurde, ja, gebufft, genau, weiß nicht. Das hat einen Buff erhalten. Und das wurde auch verschoben. Alles in allem eigentlich irgendwie etwas, ja, irgendwie gut, aber irgendwie komisch, weiß nicht. Schwierig zu beschreiben. Nimm mal einfach mal hier, also hier oben, Auge um Auge. Hat jetzt eine Minute Cooldown. Verringert den physischen Schaden, den erlittenen physischen Schaden um 35%. Der Schaden, der, also der Angriffe wurde gebufft. Hält aber nur noch 10 Sekunden, hat eine Minute Cooldown. Ist halt gegen Melees sehr praktisch. Kostet aber weiterhin heilige Macht. Muss man also dann entsprechend vorher die aufbauen. Und da ist halt der nächste Punkt. Eifer hat ein gebufft worden. Und zwar kriegt es jetzt nicht mehr 20% Angriffstempo, sondern wir kriegen jetzt 20% Tempo, in dem Falle Haste. So, das sieht dann in dem Falle, mal hier zurück. Also in der Optik hier, das sieht dann so aus hier. Ein Stack, zwei Stacks. Oh, drei Stacks. Eigentlich cool, aber ich, ganz ehrlich, ist heftig. Also ich meine, jetzt hier mal einfach mal die Rota fahren lasse. Nicht an den Zahlen, nicht von den Zahlen irritieren lassen. Das ist eine Level 80er Puppe. Ich bin halt jedes Mal hier, weil ich hier meine Ruhe habe. Hier kein anderer ist. Also nicht von den Zahlen täuschen lassen. So, und wenn ich jetzt hier heilige Macht generiere, ist das eigentlich so kaum ein Problem. Allerdings, es geht noch besser. Also ich habe jetzt hier wirklich nicht so die Probleme. Wirkliche Lücken tun sich eigentlich kaum auf. Also spielt sich schon ganz anders. Da hat man schon also 60% mehr Hastings, glaube ich, gell? 60%, das ist enorm. Also, es stellt sich für mich persönlich immer noch irgendwo die Frage, wo will Blizzard den Retri in Legion, sowohl PvP als auch PvE, wo wollen sie ihn haben? Also, es ist irgendwie sehr merkwürdig immer noch. Also Spaß macht es auf jeden Fall jetzt so, wenn man am Gegner dran ist. Allerdings, wenn ich jetzt Duelle machen würde, gehe ich davon aus, wenn umgedrückt, hilft ja nichts. Wenn man lang genug am Ziel ist. Oder wenn er so ein Krieger an einem ist, der nicht, ja wohl, der kann ja wegjumpen. Aber DK, der kann ja nicht einfach abhauen. Das ist schon heftig. Wie gesagt, die Zahlen nicht irritieren lassen. So, das hat sich bei Alpha geändert, hier hat sich nichts geändert. Ja, hier jetzt auch nicht. Das hier hat einen kleinen Nerf bekommen von 28% Schaden auf 25% pro Treffer. Das ist nicht die Welt. Hier Equality, da wurde der CD von 5 auf 2 Minuten reduziert. An sich eine gute Änderung. Ist halt so die Frage, was das Teil letztendlich, ja, wo man es benutzt. Also im PvE glaube ich nicht, dass man es benutzen wird, sondern eher im PvP. Allerdings gut, der Schaden ist gegen menschliche Spieler ist er reduziert. Keiner weiß, wie viel Prozent. Das heißt, keiner weiß, wie viel Schaden man nachher macht. Ich meine, letztendlich muss man halt so sagen, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe jetzt über 1 Million live, ne, auf Level 108, ist ja egal. Also jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe nachher 1 Million live. So, mir fehlen 800.000 live. Und ich benutze das Teil. Dann wird mir, wenn ich das richtig verstehe, das fehlende Leben wird als Schaden auf alle Gegner im Ziel im Umkreis von 10 Yards übertragen. Das heißt, jeder würde 800k Schaden bekommen. Ja, schon heftig. Das wird gegen Spieler reduziert. Wenn sie das jetzt um 50% reduzieren und jemand hat keine defensiven CDs irgendwie an oder hat Schaden verringert, dann kriegen die halt 400k ab. Ist halt auch nicht gerade wenig, ne? Also 400k ist, ja, ne? Aber gut, wenn man jetzt mal überlegt, ich habe jetzt 1,172 Millionen. Als Taucher habe ich ja eh mehr. Jetzt geht man aber mal davon aus, man hat nachher so im PvP vielleicht 1,5 Millionen. Dann sind 400k jetzt auch nicht so die Welt, weil es wahrscheinlich genügend
Leute gibt oder genügend Spezialisierung geben wird, die wahrscheinlich ein 400k-Grid raushauen können. Das ist ja auch die Frage, kann es kritisch treffen? Wahrscheinlich nicht. 400k Non-Grid ist jetzt... Ja, also das ist jetzt einfach nur ein Gedankenspiel. Das weiß ich halt nicht. Die Alternative ist, okay, unser Urteil macht 15% mehr Schaden. Wenn ich jetzt hier schaue, ich habe jetzt 99, 15% mehr, wären knapp 114. Ist jetzt nicht so ein Buff. Da ist dann Massenurteil irgendwo schon besser, weil alle Ziele drumherum bekommen mehr Schaden. Und der Schaden von Richturteil wird um 50% erhöht. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, man kann das Richturteil richtig pushen. Einmal vom Schaden her, wo ist es? Hier genau, Richturteil, das kann man, da kann man glaube ich noch ein paar Punkte mit den Dingern hier reinsetzen. Das kann man entsprechend erhöhen, das sind immer 15%. Und dann gibt es meines Wissens noch einen... Was, ein Artefakt? Den PvP-Talent, dass wenn man Richturteil auf ein Ziel macht, was castet, ist es immer kritisch. Und bei einem Cooldown von deutlich weniger als jetzt hier 10,3 Sekunden, ja. Hallöchen übrigens an die Neuen. Das kann schon ganz nett werden, zumal ja auch der Brock hier ausgelöst wird, der alles andere als schwach ist. Also, das wird gerne mal unterschätzt. Also das ist eigentlich im Moment mehr die Wahl, dass die beiden hier... Also das macht wenig Sinn, also das macht eigentlich gar keinen Sinn im PvE vielleicht eher. Das ist halt einfach und simpel, das hier genauso, wobei ich würde vielleicht sogar das hier generell bevorzugen, weil wir machen auf alle Ziele drumherum mehr Schaden mit Verbrauch... Was? Erzeuger, Verbraucher... Ja, eben. Und das Richturteil zusätzlich macht 50% mehr Schaden, also das bufft so gesehen zweimal. Und overall ist das eigentlich das bessere Talent. Gut, göttlicher Eingriff, da gab es glaube ich auch eine Änderung, dass jetzt der Cooldown vom Gottesschild um 50% reduziert wird. Also man hat dann nur noch keine 5 Minuten, man hat dann nur noch 2,5 Minuten. Das ist eigentlich toll. Aber wenn man da mal durchliest, es rettet einem auch den Arsch, ne? Aber, hey Lightning, grüß dich. Aber das Problem ist halt einfach, eine Autobubble ist halt einfach dumm. Da werden so viele defensive Cooldowns im schlimmsten Fall sich überlappen. Das ist eigentlich bescheuert. Ich weiß nicht, wo dieses Talent benutzt werden soll. Es hat Anlehnungen fürs PvP, ne, weil es rettet einem einmal den Arsch. Der Cooldown der Bubble ist halbiert. Im PvE, ist es jetzt vielleicht, weiß ich nicht so genau, ist es vielleicht weniger so das Talent der Wahl. Aber, ich weiß halt nicht. Ist halt irgendwie, keine Ahnung, also das Problem ist an dem Talent eigentlich die Autobubble. Wenn man jetzt aber überlegt, man nimmt die Autobubble raus, dann ist es im PvP, je nachdem was das für Gegner hat, definitiv das Talent. Das göttliche Ross, da hat sich jetzt glaube ich so nichts geändert. Problem ist halt natürlich klar, man kann in der Zeit weiterhin CC't werden. Das ist aber ein Gap-Closer. Allerdings eine Minute CD für 4 Sekunden ist halt irgendwie, ne? Leuchtfeuer ist definitiv, also Blaze of Light heißt es im Englischen, war bis vor diesem Bild eigentlich ziemlich genial, fand ich. Problem ist halt jetzt, es funktioniert nicht. Ja, ich habe hier den Lichtblitz, es gibt Blaze of Light, ändert sich nichts. Also die Healmenge ist immer noch die gleiche. Wobei ich irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe jetzt irgendwie über Nacht, also von dem einen Bild zu dem neuen heute, habe ich mehr Life bekommen. Das sind glaube ich jetzt 180.000 mehr Leben. Entsprechend heilt natürlich dann das im Verhältnis weniger. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Lichtfeuer hat mich vorher, da hatte ich 990.000 Life gehabt, ein Crit hat mich um die 400k geheilt mit aktuellem Equip. Also mal so hier, damit man das sieht, ich habe 15.500 AP, 12% Crit, aber das ist eigentlich irrelevant, nur damit man so ein bisschen mal Übersicht hat. Und das ist irgendwie, ist halt schade, dass es jetzt nicht mehr geht. Aber man sieht schon, wenn ich jetzt hier... Was hat der Lichtblitz? 116, 117 und hier dann 217, das ist schon ein Unterschied und man merkt das natürlich auch schon. Man kann, ich glaube, drei Heals waren es hintereinander, eins, direkt hintereinander, ja, drei Heals kann man machen. Reicht eigentlich vollkommen aus, wenn ich überlege, bei 990k ein 400k Crit natürlich, ein 400k Crit ist schon ganz nett. Ja, oder wenn man in der Instanz war, ich habe
Was hatte ich da? 700k Crit Heals mit Wings oder 800k. Das ist schon ordentlich. Allerdings hat ein Tank dann auch irgendwas um die 2 Millionen. Also, jo, du kannst, wenn es klappt, einmal irgendwie hochziehen, wenn er nicht zu viel Schaden kassiert oder Death CD, sondern. Und dann ist gut. Na super, jetzt haben wir hier Besuch. Dann suche ich mal einen anderen Platz. Nehmen wir gerade den hier. 60er Mob. Ja, okay, gut. Dann gibt's halt noch mehr Damage. wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ja, gut. Heiliger Zorn. Also, das ist eigentlich sehr interessant. Also ich zeige euch das alles gleich, keine Angst. Ich will da nur mal so ein bisschen durchgehen. Heiliger Zorn hat ist interessant. Ist eigentlich irgendwo interessant gemacht worden, aber trotzdem irgendwie doof. Es hat einen Cooldown bekommen. Wie viel waren es? Ich glaube, es keine Ahnung, 16 Sekunden. Also es hat ein CD bekommen. Kann man also nicht mehr spammen. Damage and Heal wurde entsprechend gebufft. Hat also, macht ordentlich Schaden. Kann ich schon mal sagen. Hat jetzt aber eine Kanalisierungszeit von 3 Sekunden standardmäßig. Gut, macht weiterhin 50% mehr Schaden gegen gestunte Ziele. Hat jetzt endlich mal einen Effekt. Also sieht wirklich cool aus. So wie es auch, wie man es auch erwartet. Also von dem, was da steht. Zeige ich euch aber gleich. Hat aber immer noch das Problem, man muss es kanalisieren. Gut, Siegel des Lichts hat er auch den. Hat im Prinzip den gleichen Buff bekommen wie Eifer, nämlich die erhöhte Angriffstempo wurde geändert auf Haste. Ist geil, ja? Also spielt sich extrem cool, zeige ich euch auch noch, aber ich weiß halt nicht, ob das in Kombination alles irgendwie nicht zu heftig ist. Zumal bei Eifer ist es halt so, dass wir ja weiterhin 3 Stacks haben und 3x20 sind 60, plus die 20 sind 80, plus die 25 sind 85% mehr Haze. Also ich komme nachher auf 133% Tempowertung. Das ist schon heftig. Gut, an Wort der Helligkeit hat sich nichts geändert, außer dass es in der Reihe verschoben wurde. Finde ich das persönlich nicht ganz so gut irgendwie, weil jetzt habe ich halt hier irgendwie, weiß nicht. Ich bin halt, ich finde es halt praktisch, weil ich es halt passiv dann benutzen kann. Ich tue ja so oder so, wenn ich Wort der Helligkeit benutze, dann gebe ich ja, mache ich ja gar keinen Schaden und heile nur. Und es ist jetzt nicht so viel, 112k, also es heilt. Knapp 10. Ja, es kostet 3 heilige Macht. Ich mache 0 Schaden und heil halt dann. Wenn natürlich keiner in meiner Nähe ist, heile ich niemanden. Gut, muss man schauen. Also ich skill jetzt mal hier die Sachen. Das ist ungefähr so eine Skillung, wie wahrscheinlich viele spielen werden. Klinge des Zorns macht gegen Single Target überhaupt keinen Sinn, weil die Abklingzeit nicht betroffen ist von Tempowertung. Und mit dem massiven Wert an Tempowertung, den ich erreichen kann, macht das überhaupt keinen Sinn, weil Klinge der Tugend einen niedrigeren CD bekommt als die Klinge des Zorns. Für AE ist das wahrscheinlich die Wahl, aber ganz ehrlich, bei so viel HP, was soll ich mit dem göttlichen Hammer? Das spamme ich eigentlich die ganze Zeit dann göttliche Sturm und heile noch ein bisschen. Schadensmäßig wird sich das wahrscheinlich gleich sein. Aber gut, ich lasse das mal offen. Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, nicht an den Zahlen irritieren. Die Zahlen sind so hoch, weil das jetzt eine Level 60 Puppe ist. Also spielt sich definitiv anders. Am Proc von Conviction ist endlich das geändert worden, dass die ganzen HP-Verbraucher endlich alle davon profitieren. Das heißt also nicht mehr nur das Urteil des Templers hier und der göttliche Sturm, sondern die anderen, bis auf Wort der Herrlichkeit, profitiert alles davon. Es kommt natürlich kein Proc, das ist natürlich doof. Dann sieht man es leider nicht. Aber es spielt sich deutlich angenehmer. Ja, die Zahlen sehen natürlich toll aus. Ich komme irgendwie nicht aus der Welt hier raus. Ich fliege dann immer aus dem Spiel raus. Deswegen kann ich es leider im Moment nicht an Mobs zeigen. Damit man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt. Würde ich eigentlich ganz gern machen. Ah, ich habe den Lauf vergessen. Aber ja gut, was soll ich machen? So, da ist der Brock. Ihr seht es hier, das wird auch noch procken, nachbuffen. Also endlich haben sie es geändert, es war auch nicht bescheuert. Was war so, genau hier, 133,1%, das ist extrem viel. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das wirklich so gedacht ist oder ob das irgendwie ein Fehler ist, weil was irgendwie nachvollziehbar wäre, wenn man sagt, okay, Eifer generiert, man kriegt durch Eifer, wenn man es benutzt, ein Buff, fertig, von 20% Tempowertung und das war's. Und nicht 3x20.
Was ich natürlich nicht weiß, ich habe keine Ahnung, wie es bei anderen Klassen der Fall ist. Bei anderen Klassenspezialisten weiß ich nicht. Wenn es natürlich da irgendwie ähnlich ist, dass die so viel irgendwie das decken können, dann finde ich es in Ordnung. Ansonsten, ja, klingt es im Moment relativ overpowered, aber im PvP zum Beispiel ist dann wieder die Frage, wie sieht es dann nachher aus? Wenn ich extrem viel Schwierigkeiten habe, an ein Ziel ranzukommen, was im Moment scheinbar der Fall ist, dann ist halt die Frage, inwiefern das gerechtfertigt ist, dass wenn man am Ziel dran ist, dass das Ziel auch einfach mal richtig auf die Fresse bekommt. Erinnert so ein bisschen an DK halt, ne? Wenn der DK an einem dran ist, hat man ein Problem. Wenn er nicht an einen rankommt, dann kann er nichts machen. So ungefähr. Aber ihr seht schon, also es ist flott. Gleich nachbuffen. Ach, ist ja ungewohnt, jetzt bis mit den Addons wieder. Also Spaß macht so jetzt im Moment schon. Nur ich sehe gerade, jetzt tut die ganze Zeit irgendwie die Waffe einstecken, wenn er gebufft hat. Muss nur mal gucken. Okay, aufbauen. Ja, die Waffe ist gleich wieder weg. Das ist, glaube ich, beim Holy Paladin. Ist das irgendwie auch, wenn er, ich glaube, wenn er einen Holy Shock macht oder so, dann tut er die Waffe wegstecken. Das sieht total, ich weiß nicht, ich meine, das war da gewesen. Das sieht total bescheuert aus. Ja. Also ihr seht schon, das ist, es spielt sich sehr viel angenehmer als vorher. Sehr, sehr viel. Die Frage ist natürlich jetzt, bleibt das so? Ist das so gewollt? Ändert sich da nochmal was? So, dann machen wir hier nochmal weiter herrlich. Ne, was hatte ich denn? Ah ja, genau, jetzt machen wir das gleiche mal mit den Kreuzfahrerhieben, um das mal zu zeigen. Also wir haben jetzt nur Siegel des Lichts zum Waffen bezüglich Tempo. So, jetzt haben wir das. Jetzt habe ich halt hier die drei Aufladungen der Kreuzfahrerhiebe. Das hier. Und jetzt bin ich halt nur bei 45,69% Tempowertung. Allerdings, ich habe halt die drei Aufladungen da unten. Also es geht auch. Allerdings, man merkt halt schon, dass da die Tempowertung, dass die Tempowertung schon fehlt. Ich meine, das sind fast 90% Tempowertung, die jetzt fehlen. Aber durch die drei Aufladungen geht's einigermaßen. Es ist ja halt auch so, dass der Cooldown vom Richturteil, also ich kann schon sagen, der Cooldown vom Richturteil natürlich verringert wird und von Klinge der Brechigkeit. Und das merkt man dann schon in der ganzen Rota. Aber es tauchen halt definitiv Lücken auf. Muss man halt gucken. Vom Schadenspotenzial her ist halt Eifer eigentlich die bessere Wahl, solange es kein Problem darstellt, wenn Ziele drumherum Schaden bekommen. Ich habe übrigens noch nicht probiert, ob das mittlerweile auch Schaden auf andere Ziele macht. Muss man mal gucken. Ne, hier sind keine, muss ich irgendwo anders hin. Das war die ganze Zeit buggy gewesen. So, Eifer ist auf lange Sicht, also scheinbar, es wird auf lange Sicht wahrscheinlich einfach die bessere Wahl sein. Was wollte ich noch machen? Ja, genau, von der Optik her hat sich jetzt so. Ach ja, genau, ach da. Heiliger Zorn. Ja, gut, Wort der Helligkeit hat sich so nichts geändert. Einzig Optik ist halt hier Heiliger Zorn, das zeige ich jetzt einfach mal. Da spielt man dann mit Eifer. Das geht sogar. Also wenn man nur mit Eifer spielt, geht's eigentlich bereit. Weil man halt diese 60% hat. So, Heiliger Zorn, Achtung. Das ist schon cool. Das finde ich cool. Es ist relativ simpel, aber ich finde es cool. Und wir sind hier jetzt bei einer Kanalisierungszeit von 1,16 Sekunden und ein Cooldown von 9,65 Sekunden. Aber mehr geht halt nicht. Macht gegen gestunte Ziele halt 50% mehr Schaden. Das heißt, du kriegst jetzt mal den Stun ab. Und schon machen wir dezent mehr. Da ist halt die Frage. So, der Heal ist irgendwie relativ gering. Ich komme, glaube ich, irgendwas so vor. Also, irgendwie die, wo ist er? Na, da ist es. Ja, also, die Zahl, die hier steht, mit 171.000, da bin ich irgendwie nicht hingekommen. Ich habe mal geguckt. Kampflog, ich komme auf knapp 100k, also da fehlt irgendwie was. Aber nichtsdestotrotz, Heiliger Zorn ist halt die Frage, ja, was macht man mit dem Talent? Also, ich habe einfach den Eindruck, Blizzard will das Talent mit Gewalt irgendwie nützlich machen. Aber die Frage ist halt irgendwie, was soll das? Ich meine, so wie es jetzt ist, ist es irgendwo, ich weiß nicht. Also,
Ich sag mal so, das Talent hat was, spätestens dadurch, dass jetzt endlich mal ein optischer Effekt dazu gemacht wurde. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wo hat das wirklich Nutzen? Es hat eigentlich Nutzen gegen Ranged DDs im PvP, wenn man nicht rankommt. Beziehungsweise wenn Ziele halt gestunt sind und man halt dann einfach sein Damage abladen kann, dann macht es Sinn. Aber ja, es ist, man muss es halt kanalisieren, so. Das heißt, im Melee-Reichweite ist das Ding total sinnlos, weil man kriegt einen Kick-Up. So, dann hat man ein Problem, das ist nämlich wahrscheinlich die Heiligschule gesperrt. Das heißt, das Ding ist für die Tonne. Und gegen Caster ist es halt so, ja, dann kriegt man je nachdem einen Counter. Wenn man das so gegen Mage verwendet, der freut sich dann. Da müsste man dann faken. So, das ist ja auch Quatsch. Also, wir sind ja halt, wir sollen ja auch ein Melee sein. Und das, wir sollen mehr ein Melee sein als vorher. Von der Anzahl der Range-Fähigkeiten ist es eigentlich auch so. Allerdings gut, man muss fair sagen, wenn man jetzt, den Proc vom Airspringer nimmt, fürs Richterteil, das ist schon übel. In einem Nahkampf, wie gesagt, macht das Ding überhaupt keinen Sinn. Also es ist halt immer so die Frage, ich weiß einfach nicht, was man damit so genau machen soll. Ist schwierig. Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber ja, ich weiß nicht. Der Cooldown ist auch voll in Ordnung. Der Damage ist ordentlich. Ich meine, was macht denn hier? Was mache ich hier? 2,5 Non-Crit mit einem TV? Sonst machen wir das hier mal. Bam, 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 bam. Das sind, glaube ich, non-kritisch sind es 4,5 Millionen. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, es sind, glaube ich, 10 Treffer, die ich mache. Mach's gleich nochmal. Hier. 427k. Kann kritisch treffen, die einzelnen Dinger. Das macht irgendwie einen Eindruck wie arkane Geschosse, nur irgendwie einen Ticken schneller und deutlich mehr Damage. Also es waren 427k, ich meine es sind 10 Treffer, das sind also non-kritisch, dann wären es jetzt hier 4,27 Millionen und ein TV macht 3,6 waren es jetzt. Ja, 3,6, das ist... Na gut, man sieht es auch an den Zahlen hier, was sind wir hier, 99 und hier 171, also... Gegen gestuntes Ziel, hallo? 641, also... Ja, wie gesagt, es geht einfach nur, damit man hier so Relationen hat. Das ist schon, also... Ich weiß es halt einfach nicht. Das ist halt wirklich sauschwer, damit jetzt was zu urteilen. Anderes Problem ist halt gut, PvP ist ja so im Moment, ist ja noch nicht... Geht ja so nicht. Man kann Duelle machen, aber die sagen ja so nicht viel aus, weil ja die PvP-Talente fehlen und man da nichts probieren kann. Hast nicht gesehen und alles. Ja, es ist irgendwie, weiß nicht, ist schwierig. Aber so, also vom Spielgefühl her, jetzt so, macht es ein ordentlicher Eindruck. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die 25% Haste hier sind voll in Ordnung. Lauftempo, ne, sagt keiner was. Nur hier, 3x20% Tempo. Nicht Speed, Tempo. Klingt, ist ja extrem OP, wenn ich überlege, 133% Tempo. Das ist extrem heftig. Ich weiß halt echt nicht, ob das wirklich so gewollt ist. Wenn, ich meine, ich kann sogar damit leben, weil wenn wir das Problem haben, an ein Ziel ranzukommen, fördert das irgendwo ja auch das Teamspiel miteinander. Also man muss besser miteinander spielen. Und wenn man dann am Gegner ist und man dann sein Damage abladen kann, dann tut's halt weh. Und auf der anderen Seite, man hat hier, es ist ein Range-Angriff, wir haben 30 Meter damit. Ich weiß gar nicht, das hat 20 Meter, das ist ja, den haben wir ja immer eigentlich ab. Hier haben wir 12 Meter, das ist jetzt alles nicht die Welt, also die 20 Meter gehen noch, 30 Meter ist auch super. Hier hätten wir halt 40 Meter, das darf man auch nicht vergessen. Das ist wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, inwiefern das ein PvE Sinn macht. Was hat man als Alternative hier im PvE? Ja, man hat Siegel des Lichts, man hat halt mehr AP, ne? Mehr Tempo. Das ist dann auf Dauer gesehen halt besser, ne? Weil das hat halt ein CD, ne? Einfach nicht vergessen. Das ist halt nur drei heilige Macht. Das ist halt Inquisition in dem Sinn wieder. Gut, Wort der Helligkeit zum Support, aber ganz ehrlich, im Raid braucht man das nicht. Im PvP, ja, wenn man halt mangels Mobility, wird man wahrscheinlich dann auch Siegel des Lichts nehmen, weil man halt hier 45 Sekunden lang 20% mehr Speed hat, ne? Also es ist wieder so eine Sache. Das ist fürs PvP, finde ich, genial. Für Raid theoretisch auch, aber im Raid sollte das nicht der Fall sein. Im PvP kann das mal helfen, weil man hat kein Instant-Cast, man hat kein Instant mehr, man hat kein Wort der Helligkeit, wo man plopp, plopp, plopp machen kann, mit göttlicher Bestimmung. Das geht halt nicht.
Und das kann man dann halt einfach schön benutzen. Was halt schade ist, der Conviction Proc, der löst es nicht aus. Und das finde ich total bescheuert, weil, ja, ne? So, also Wort der Herrlichkeit hier, zack, heilt jetzt nicht die Welt. Aber ich habe damit ja auch, ich habe ja schon Instanzen gemacht. Und da hatte ich sie drin, also bevor der Patch hier kam, der Bild hier kam. Und es ist schon lustig, also das die ganze Zeit, das benutzen zu können. Also hier. Und dann halt wirklich die ganze Zeit so ein bisschen mitzuheilen, wenn es brenzlig wurde. Beziehungsweise wir hatten, es war Violette Festung gewesen. Und da haben wir, da wird dieser Heiler rausgeflogen, der kam auch nicht mehr wieder, dann haben wir weitergemacht. Und dann haben wir, ich glaube, Elishami oder Milishami, ich glaube, Elishami war es gewesen, der hat geheilt, ich habe mitgehalten, das hat halt funktioniert, ne? Also, weiß halt nicht. Ist halt die Frage, wo Blizzard uns einfach sehen wird. Sowohl PvP als auch PvE. Ich finde es persönlich halt ein bisschen schade, dass ich halt hier nicht die Möglichkeit habe, irgendwie zu sagen, okay, ich nehme Wort der Herrlichkeit so mit. Ja, ist halt irgendwie... Aber gut, kann ja noch einiges kommen. Wer weiß. Im Moment finde ich es halt ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit habe, dazu zu wählen. Aber es wäre vielleicht auch overpowered, keine Ahnung. So. Ein Mana auch. Bums. Es ist ja auch nicht viel. Aber gut, man kann es ja auch nicht so extrem spammen. Aber gut, haben wir da noch irgendwas? Ja gut, machen wir es doch mal so. Ich versuch mal, halt, ich bin doch mal mit Heiliger Zorn. Dann versuche ich jetzt einfach mal irgendwie hier rauszukommen. Wenn ich jetzt ganz viel Pech habe, fliege ich wieder raus, wenn ich dann jetzt, ein bisschen am Mobs klatschen bin, damit man das auch mal sieht. Nicht mit Millionen Schaden zahlen. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Weil ich sage, wenn ich Pech habe, fliege ich jetzt wieder raus. Und in, übers Wochenende geht's vielleicht dann endlich mal. Vielleicht werde ich ja nochmal einen Stream anschmeißen, weiß ich nicht. Samstag habe ich keine Zeit. Das heißt, vielleicht am Sonntag. Mal gucken. So, noch sind wir nicht rausgeflogen. Guck mal, ob es noch buggy ist. Ah ne, man flackert nicht mehr. Hier hat man nämlich immer geflackert. Ich mache jetzt gar nicht die Quest oder so, weil das Level Cap hat sich, glaube ich, nicht erhöht. Das heißt, wir sind immer noch maximal 108. Genau, 108. Oh, wo gehe ich denn da hin? Na okay, Karte gibt es immer noch nicht. Oh, wo komme ich denn hier hin? Hochberg. Ich muss echt gucken, wo kam ich denn hier überall hin? Eine schwebende Kiste, das ist immer toll. Wo sind denn jetzt hier Mobs? Ah, da ist was. Ui. So schick Kloppe. Nehmen wir uns mal den da. Ah, die sind ja alle fast tot. So. Ja, okay, 17k ist jetzt natürlich nicht viel. Genau das ist halt jetzt wieder die Frage. Was mache ich mit dem dicken Angriff? So, jetzt kommt ein TV. Ja, 147k halt, ne? Das ist halt jetzt wieder so eine Sache. Das war ein DS gewesen, also. DS. Gut, okay, das war jetzt wenig. Nochmal DS. Na, hier. So, wo ist jetzt? Dich da. Ja, es ist halt. Also der Schaden jetzt hier an Mob ist jetzt nicht so hoch. Macht ein TV jetzt nicht viel weniger Schaden. Also, das ist halt jetzt irgendwie lustig. Ist der Schaden jetzt doch geringer. So. Jetzt kriegst du das ab. TV 129. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Ja, okay, 22 mal 10. Ja, das ist halt so die Sache. Also man kriegt es eigentlich schnell durch, aber im PvP, das kann man vergessen. Das wird sofort gekickt. Was heilt mich eigentlich jetzt DS? Ja, okay, gut. Ist immer noch. Ist jetzt viel, viel weniger eigentlich. War mal mehr gewesen. Aber da hat ich auch weniger live. Wie gesagt, ich habe 180k mehr live. Wenn ihr Fragen habt, natürlich nur her damit. Das eine oder andere kann ich wahrscheinlich beantworten. Aber Blaze of Light geht wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht.
kleiner Farmspot hier. So. Jetzt rein wir uns mal. Ah, jetzt ist der scheiß Kampftisch wieder aus, ne? Ja, ist aus. Mal weg hier. Nicht pullen können. Oh. Ja, 116k. Ach du Scheiß, wie verpiss dich. Gleich mal gucken, ob Blaze of Light ist halt, wie gesagt, das funktioniert. Also Lichtfeuer funktioniert nicht. Deswegen man heilt sich jetzt. Scheiß, er leckt mich doch mal am Arsch. Fick dich. So. Der Schild ist eigentlich auch für den Arsch. Der Schild ist für den Arsch, weil das absorbiert 155.000 und eine Minute CD, also pff. Was wollte ich denn jetzt machen? Der Kampftext stimmt wieder nicht. Warum war der aus? Ja, Lichtfeuer. Also eigentlich sollte das Ding jetzt richtig dick heilen, aber macht's halt nicht, ne? Drei Heals und dann ist mal oben. Dickes, wo man mal dran kann. Oh ja, der ist dick. Komm her. Kann ich euch angreifen? Ah, das ist von mir. Oh, was haben wir da? Ram-Up ist wichtig. Oh! Gegen den hatte ich es mal versucht. Nimm ich das oder nehme ich das? Nimm ich das, dann kann ich DS spammen. So, komm mal her, mein Digga. Zack. Ah, der macht Aua. Ja, jetzt habe ich das Problem. Jetzt heile ich mich fast nicht. Und schon ist er oben. So. Jetzt muss ich die ganze Zeit irgendwie mit DS-Spam arbeiten. Kann ich jetzt dann? Was dann geht. Ah, den kriegen wir wahrscheinlich da auf. Town Stomp, ein Healer aushauen. Das Schild. Ha, guck mich langs hin. Oh, ich habe ja den Buff vergessen. Ja, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen mit den Buffs. So, jetzt ist das dann. Jetzt heilen wir uns mal einmal, zweimal. Das war's schon. Nochmal. Da geht der Town, geht doch. Also. Klar, konnte ich mich jetzt da nicht. Das ist übrigens ein Teil für Artefaktmacht. Gibt 10 Artefaktmacht. Das ist jetzt also nicht die Welt. Och, leck mich doch am Arsch. Hat irgendeiner deinen Namen gerufen, dass du dich meldest? Scheiße. Ist schön, macht nichts. Stirb doch einfach. So. Ja, aber das ist also. Der Heal fehlt gerade, ne? Aber man heilt wie schnell? 0,6 Sekunden, das ist halt cool. Wobei das mehr als 0,6. Ist schon wieder weg? Ja. Heal geht scheiße schnell raus, aber man kann eh nur dreimal heilen. Das ist halt auf dem Live-Server cool. Irgendwo was Dickes. Kann ich damit mal Spaß halber arbeiten. Das hier. Ah, da geht's ja hoch. Kleiner Typ übrigens. In Legion. Sucht überall nach. Es gibt so viel Scheiß hier. Was ist das? Was? Es gibt hier so viel Scheiß. Ich wollte jetzt hier eigentlich nicht groß questen. Es gibt hier so viel Scheiß, so viel Schätze, Ramps, die braucht ihr. Also beim Leveln nimmt den Krempel mit, unabhängig von XP-Items, sondern für Artefakt-Power. Das ist echt unerlässlich, weil von den Mobs alleine kriegt ihr kaum was. Das war jetzt eben ein Ramp gewesen und die können halt richtig dicke Teile fahren lassen, die dann 50 oder 100, ich glaube sogar 150 Artefakt-Power geben. Es dauert ziemlich, also ich habe
keine Ahnung, wie viele Stunden investiert, um so weit zu sein. Ich komme jetzt hier hinten nicht ran, weil jetzt brauche ich 1 Million. Was, 1 Million? Ach, keine Ahnung. Also ich brauche unglaublich viel. Gut, hier sind überall Quests, die brauche ich nicht annehmen. Questdog ist voll. Aber es bringt mir jetzt nichts, wenn ich weiter queste, weil ich kann 2 Level fehlen mir eh noch. Ist hier irgendwo was Großes, Gefährliches, Dickes? War ich hier nicht schon? Ja, hier war ich glaube ich schon. Ah, das ist blöd. Jetzt sucht mal was. Zu zeigen. Da ist eine Höhle. Erz kann ich nicht abbauen. Gehen wir mal in die Höhle rein. Was ist da? Ramop? Der Bestienboxer? Cool, ich bin bereit. Ah, tatsächlich. Warum werde ich hier zurückgetrieben? Arschloch, hör auf mich zu ärgern. Was soll das? Warum haut der jetzt ab? Ey! Schau mal. Ui! Ja, Platz hat man genug. Ach, da, Truhe. Juhu! Truhe! Huhu. So, war dies drin? Ey, das ist zu kotzen. Wieso wird man hier abgetrieben? Das wenigstens. Ja. Und. Prima. Schon wieder nur 20. Was ist das? Platte kann ich ja ziehen. Was? Ne, da ist er. Ah, genau, hier unten sieht man sie auch schön. Links unten im Chat. Wird zur Transmogrifikationssammlung hinzugefügt. So, und wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Hä? Was ist da? Ach so, nein, ich wollte jetzt nicht questen. Ach, sag nicht, ich muss jetzt. Also ich muss hier runter irgendwo. Wow. Nein! Scheiße. Bubble. Ich wollte doch gar nicht runter. Ist das Wasser gerade runtergeschubst? Und zum Geier bin ich hier. Ich muss jetzt ums Becken. Das da brauche ich. Das bringt mir echt seit eher was. 112er Ram auf 25. Nee, das macht keinen Sinn. Ich habe gegen den 110er schon meine Schwierigkeiten gehabt. Aber seht ihr, es ist schon extrem wichtig, die Viecher zu killen, weil die braucht man einfach durch die Artefakt-Power. Jetzt habe ich halt Pech gehabt, dass hier nur 20 drin waren insgesamt, aber ne? Nimmt mal mit. Ja, das ist ja richtig, dass das so lange dauern soll. Darum geht's ja gar nicht. Das war ja als Tipp nur gedacht. Es finde es auch gut, so dass das nicht so schnell geht. Und also ich meine, unabhängig davon, dass sie hier jetzt wahrscheinlich die Blockade reingemacht haben mit 1 Million oder 10 Millionen, ich gucke jetzt nicht, dass man da nicht groß weitermachen kann. Es dauert halt einfach, also im PvE dauert es unglaublich lange. Im PvP weiß ich es halt nicht, ne? Da kann man ja so nichts machen. Hier war ich schon mal, genau. Daher. Ja, das habe ich jetzt auch eben gemerkt. Finde ich gut. Wo 25 Mille? Hier oder was? Meinst du hier Lightning? Also ich weiß ja nicht, was du mit 25 Millionen meinst. Also wenn du das hier meinst, das ist glaube ich 10 Millionen, 3, 6, 10 Millionen. Beim Mob? Ja, 25 Mille. Es ist ein Level 112er Mob. Der 110er Mob, den ich vorhin gemacht hatte, der hat, was hatte der? 4, irgendwas gehabt. Warte mal, ich gehe nochmal zu dem hin. Wo waren das hier? Sehe ich den von hier? Sehe ich jetzt nicht. Bob ist noch nicht bereit. Warte, ich zeig's dir nochmal.
weiter. Okay. Ja gut, die Frage ist, wenn du Level 110 bist und entsprechend das Equip hast, ob du die alleine machen kannst. Ja, schon. Ja, aber man kriegt die Downloads. Ich hab am Anfang als ich angefangen habe zu leveln, die ersten zwei Level habe ich auch viele Mobs gemacht, die deutlich mehr Life hatten und sich noch so trotzdem gehauen. Hier genau. 25.729.000. Level 112 Rare Mob. Ja, jetzt stell dir mal vor, du bist Level 110. Hast du entsprechendes Equip, dann haust du den wahrscheinlich auch alleine um. Ich kann's ja mal versuchen. Komm, hau erstmal den ganzen Dreck hier weg. Ja, Dreck passt sogar. Ich muss gucken, was ich dann skille. Und der Herrlichkeit arbeiten soll? Nee, das macht wenig Sinn. Soweit ist aber die Bubble ist nicht bereit. Wir könnten ja mal. Das ist eh nur der eine Mob. Ich kann ja mal damit spielen. Wo habe ich es auf der 5? Das sollte ja dann richtig Aua machen. Eifer habe ich drin, das habe ich drin. Ich weiß nicht, ob ich das noch mitnehmen soll. Ich weiß ja nicht, ob die physischen Schaden macht. Nee, lass ich mal die HP, werde ich brauchen. Ja, wir skillen das jetzt mal. Hier wird es mir vielleicht in den Arsch rennen. Wobei, ja, ach komm, wir probieren es einfach mal damit. Das bringt mir eh nichts. Ja, dann knallen wir das Vieh mal an, ne? Herr Mäuschen, komm her. Das heißt, wir lassen uns jetzt absichtlich mal ein bisschen droppen. Und jetzt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Damage das Ding gemacht hat. Egal. Also da komme ich nicht weit. Das könnt ihr vergessen. Was habe ich denn so abbekommen? Was ist mit mir geschehen? Obwohl. Ja, doch hier. 180k Treffer, 160k. Nee, das ist gerade zu vergessen. Aber es hat jetzt. Gerade nochmal gucken. Ja, ihr seht jetzt nicht, was verdeckt ist. Also, Equality trifft, verderbt, der trägt 1.018.927 Heiligschaden. Also, es ist schon. Ne? Und wenn es im PvP halbiert ist, dann werden das 500.000 Schaden für alle drumherum. Im 12-Yard-Range. Da kann ich da hinten runterspringen. Ja. Wenn man keine DFC hat, das ist Heiligschaden, darf man nicht vergessen. Es ist ja kein physischer Schaden, das ist komplett Holy Damage. Kann also ordentlich weh machen. Das hat jetzt gar nicht. Also, es ging ja. Oder? Ging das? Hat es geprockt? Nee, es hat, glaube ich, nicht geprockt. Nee, es hat nicht geprockt irgendwie. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Eigentlich hätte, hier, was mit mir den Arsch retten müssen. Also mal gucken, meine Aktionen. Nee. Ist irgendwie nicht geprockt. Lieber in Sicherheit bringen. Weg hier. Ja, eine Mille, also eine Million irgendwas waren es gewesen. Wie gesagt, im PvP, wenn sie das sagen, okay, gegen Spieler 50% weniger, wären das jetzt 500k. Und wenn du dann so einen Melee-Train an dir hast, jetzt im BG zum Beispiel, RBG, ist schon ordentlich. In der Arena weiß ich nicht so genau. Fünfer vielleicht, aber, ja, ist halt so die Frage. Tun wir da das hier nehmen. Eigentlich soll ich den Kreml jetzt drin lassen? Ach, nehmen wir das Ross lieber. Das bringt mir eh nichts. Hier lasse ich mal Siegel. Also es ist schon. Es sind schon interessante Sachen irgendwo, nur bei manchen Sachen ist halt irgendwie so. Nee, weiß nicht. Also, mir fehlt halt das PvP. Ich bin ja PvPler. Das fehlt mir jetzt einfach. Ich kann es halt nicht testen, nicht überprüfen. Ja, Weltklasse, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis.
Ah ja, diese World Quest hat man übrigens ziemlich viel, kann man also eigentlich aktuell konnte man ganz gut und ganz schnell damit leveln. Ja, nervt nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt mal hin soll. Wo komme ich denn hier hin? Ah, hier war ich auch schon mal. Ne, hier gab es eine Sackgasse, da war ein Ramp. Wenn ihr irgendwas jetzt sehen wollt in der Richtung, natürlich nur fragen. Ah ja, klar, das Ross. Ja, komm hier. Hopp, zack. Ballermount. Und dann abgemountet. Das ist alles. Es ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Ist das Ballermount von Zwergen und Menschen, was ich jetzt hier habe, als Taure. Für 4 Sekunden, das war's. 100% Lauftempo. Das ist, glaube ich, das ist normalerweise ein... Ne, ist kein Rare Mob. Oder? Das war mal ein Rare Mob. Der hat aber deutlich weniger Life gehabt. Den habe ich umgehauen. Ah, eine Kiste. Ah, genau, Kiste. So, Kreml gibt es so viele, muss man echt gucken. Nicht nehmen Schatz. Ah, wunderbar. Natürlich nehme ich den Schatz. Du spinnst wohl. Was? Geh mich auf die Eier. Da stand mein Name drauf. So, jetzt gehst du erstmal ins Gesicht. Zack. Jetzt loot mir den Rest. Ein gültiges Ziel. Ah. Hab ich ein Crab? Ah ja, da genau. Crab. Genau, das ist auch wieder. Es gibt nur 10 Artefakt-Power. Und das ist so ein Teil, das gibt. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. 50, 75 oder 100. Eins von diesen dreien. Ja, die PvP-Teile kommen, das ist richtig. Was ist das hier? Okay. War ich hier schon? Ich glaube schon. Ja, ist halt immer so die Frage. Okay. Ist halt immer so die Frage, was. World-Ziele, genau. Oh, oh, oh. Ist halt immer die Frage, was halt letztendlich dann mit den PvP-Talenten ist und die Kombination und so weiter. Muss man halt schauen. Bin ja mal gespannt, wann die Beta offiziell anfängt. Ich meine, technisch gesehen ist Alpha und Beta kein Unterschied. Aber wenn die Beta ausgerufen wird, nenne ich mal so rum, oder wenn die Beta offiziell startet und dann werden nämlich halt auch die Server hochgefahren. Mehrere. Dann hat man nämlich wieder PvE-Server, noch 2 Stück und PvP-Server 2 oder 3, je nachdem. Ja, und auf den PvP-Servern, da werde ich natürlich sofort hingehen, werde mir dann halt gleich Level 100 erstellen. Ja, Strömung. Wobei die Strömung jetzt nicht wirklich so zu dem passt, was man gerade hier, ne, sieht. Ich müsste ja der Strom schnellen. Oh, Mitspieler. Nee. Brauch ich den? Den brauche ich sogar. Natürlich ihn jetzt. Wenn der nicht will. Dann hauen wir ihn alleine um. Desorientiert, schön. Ist noch ein Red? Ah ne, das ist mein Kumpane da irgendwie. Aua, ihr sollt mir nicht wehtun. Was fehlt denn? 10,5 Millionen. Haben wir Schilder. Oh, natürlich. Natürlich. Moment, ich antworte gleich auf den Chat. Nachbuffen. Das drauf. Aber mit der Rote muss ich mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen, dass man halt das Richtung. Oh, leck mich am Arsch. Muss ich dran gewöhnen, dass ich das Richtungteil erst mache und dann die anderen Angriffe, weil die halt dann ein bisschen mehr Schaden machen. Aber hier, 5,15 Sekunden Cooldown aufs Richturteil und auf die Klinge der Gerechtigkeit. Also es macht keinen Sinn, Klinge des Zorns zu nehmen. Das hat 6 Sekunden CD, das wäre ja ein, und macht weniger Schaden, das wäre ein sinnloser. Man würde sich ja selber beschneiden, also total hirnrissig. So, und natürlich ist ja jetzt klar, wenn man es richtig macht, hat man den Debuff hier, glaube ich, dauerhaft oben. Oder? Ja. Ich hält 6 Sekunden, hält es, glaube ich. Ja, hält 6 Sekunden und der Cooldown von Richtungsteil ist 5,15 jetzt bei mir. Also, ja, man hat dauerhaft die 30% mehr Damage.
ja, Nachbuffen wieder vergessen. Ach ja, wie früh mit der Inquisition, habe ich auch irgendwie immer mal vergessen. Gut, aber das ist eine reine Übungssache, logischerweise. Oh, leck mich am Arsch. Ist schön, dass du so mal Schaden machst. Was habe ich jetzt bekommen? Crap. Ein Beutelchen. Oh, was ist denn das? Oh, cool. Aha. Seht ihr einen Schatz? Ich nicht. Was ist das? Das ist interessant, aber ich sehe jetzt keinen. Ah, ein Realm-Up. Wo ist der? Ja, ja. Realm-Ups sind wichtig. Ist das vielleicht gemeint? Ah, eine Höhle. 3,5 Mille. Packe mehr. Easy going. Ja, leck. Super, jetzt leckt's. Scheiße. Jetzt Pecher fliegt gleich raus. Jetzt habe ich gerade auf den Chat gehabt. Entschuldigung. Okay, Also, das Palimand ist für ein Sprint. Was? Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ja, haben wir wirklich einen Leck? Ja, aber schon wird irgendwann rausfliegen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst damit. Das Palimand ist ja hier ein ganz normales Talent. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich kann es benutzen, aber es befreit mich halt von nichts. Ja, das glaube ich dir, Lightning. Das glaube ich dir. Aber gut, das ist, wie gesagt, das ist ja eine reine Übungssache. Es ist für mich halt ungewohnt. Ich meine, es ist ja nicht mehr in dem Sinne. Ach, das ist jetzt echt blöd. Ah, super. Ich laufe jetzt einfach mal dumm in der Gegend umeinander. Scheiße. Große Höhle. Ach, da war ich auch schon mal dran. Ja, ich habe das Gebiet schon soweit ziemlich erkundet. Oh Mann, ich will weitermachen. Hopp, go, go. Dann schmeiß mich endlich raus. Kann ich mich auslocken? Geht auch nicht, super. Komplett gekillt. Ja gut, okay, dann ja, hat das jetzt irgendwie wenig Sinn. Dann mache ich an der Stelle Schluss. Ah, was steht da noch? Moment. Ach so, in geschlossenen Räumen. Alter, okay, das hat sich echt, hab ich überhaupt nicht lesen können. Entschuldigung. Ja, das kannst du in geschlossenen Räumen nutzen. Also sprich, ja, richtig. Also es ist, schlecht ist es nicht, das Problem ist halt eigentlich irgendwie so, es hält nur 4 Sekunden und du bist nicht immun gegen CC. Man kann dich also weiterhin, also vermutlich kann man dich ganz normal slowen, du kommst ja nirgendwo, es steht nicht dabei, dass du irgendwo rauskommst oder so, Krempel. Es hält nur 4 Sekunden, okay, aber es hat eine Minute Cooldown, das ist echt heftig. 30 Sekunden war okay, denke ich, sag ich mal. Ich meine, es ist halt die Frage, was hat man letztendlich alles zusammen, ne? Man muss halt gucken, was man dann alles zusammen hat und was dann geht. Also man hat Hand der Freiheit, man hat hier 20%, man kann das noch mitskillen. Ist die Frage, was ist mit dem langen Arm des Gesetzes, kommt das wieder rein und so weiter. Dann kann man durch Hand der Freiheit, die haben wir ja auch noch, dann kann man ja da nochmal skillen, dass man 20% mehr Speed hat, wenn das nicht alles in einer Reihe ist. Also es gibt schon diverse Möglichkeiten. Wir haben halt hier Ranged-Angriff, wir haben Sichturteil, wenn der Brock vom Erspringer kommt, das tut wirklich weh. Gut, 12 Meter ist jetzt nicht viel, aber wer hat hier nochmal 20 Meter? Man kann, wenn man das hier skillt hat, man unheilig gemacht hat, sind es 40 Meter. Muss aber aufpassen wegen Kanalisieren. Also es gibt schon diverse Tools, die man da hat, aber was letztendlich irgendwo hilft und bringt, weiß ich halt nicht. Ja, also ja, es hängt jetzt hier, ich kann nicht ausloggen, ich könnte es jetzt beenden, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das so bedingt Sinn macht. Wie gesagt, ich werde es vielleicht die Tage nochmal streamen, mal gucken. Ich mache das ja immer spontan. Ja, von daher. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, natürlich, dann
Der Stream wird natürlich auch, sobald ich dann die Zeit finde, hochgeladen. Dann könnt ihr da natürlich in den Kommentaren natürlich noch, wenn Fragen sind, reinschreiben oder irgend sowas. Und natürlich auf Twitter. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video auf YouTube oder hier im nächsten Stream. In dem Sinne, danke und man sieht sich. Ciao.